Unter der Woche, da gab es einen Stammtisch und eingeladen war eben Tom Scheffel. Der wurde natürlich zum Stargast und der wurde ordentlich abgefeiert. Der 19 Jahre alte angehende Abiturient und Carsten Heine, der baut auch auf ihn und hat ihn heute wieder von Beginn an in die Startformation hineingesetzt. Hinten rechts, da spielt Tom Scheffel. Zwei Namen sehen Sie eingefärbt. Auf der linken Seite, da wurde umgebaut, Thomas Bürk und macht Platz für Marcel Hofrath und Anton Makarenko. Der muss weichen für Sascha Pfeffer. Die Chemnitzer in Schwarz und Rot, zunächst von rechts nach links, aber es geht zunächst einmal in die andere Richtung. Die Kickers also in Weiß kommen nach rund 10 Minuten das erste Mal in die Nähe des Tores und Kevin Konrad. Er war auch bis dato beschäftigungslos, hatte Probleme mit der Ballannahme. Erste Ecke also nach rund 10 Minuten. Vincenzo Marchese steht da, wieder reinrotiert nach abgelaufener Gelbsperre. Und Gerrit Müller an der Eckfahne zu finden. Das riecht nach einer Variante, genauso ist es. Dann kommt Baumgärtel. Marchese geht nochmal Richtung Ball. Soriano und der findet Calamita, aber Pentke aufmerksam. Macht die Beine schnell zusammen und verhindert den frühen Rückstand des Chemnitzer FC, weil Calamita den Ball am Ende zu zentral auf den Kasten der Chemnitzer setzte. Es war aber der Dosenöffner in diesem Spiel und die Chemnitzer nach 15 Minuten auch das erste Mal dann in der gegnerischen Hälfte. Anton Fink nimmt den Ball gut runter, sieht Mike Hegel, 16 Meter, der zieht ab, der trifft, 1:0 für den CFC. Aber das war ein ganz krummes Ding und das müssen wir uns gleich noch einmal anschauen. Dieser Schuss von Mike Hegel. Der sich natürlich feiern lässt von seinen Kollegen, zu Recht. Die Stimmung, die ist natürlich auf dem Siedepunkt nach diesem frühen Treffer. Nach 15 Minuten ja bereits der erste Schuss, aber jetzt schauen wir nochmal. Mike Hegel und da war noch einer dazwischen. Deswegen auch keine Chance für den Keeper der Stuttgarter Kickers, für Daniel Wagner. Marc Stein nämlich, der hielt dann noch den großen Onkel rein. Und deswegen wurde es eine ganz krumme Kegelkirsche, die hinten landete im Kickerskasten. Wagner dann mit dem Spielaufbau. 10 Minuten schon wieder gespielt. Die direkte Antwort, die gab es nicht, der Stuttgarter Kickers. Stattdessen aber früh draufgehende Chemnitzer. Sehen Sie ja hier, gut gespielt. Über den rechten Flügel kommt Gabuszewski an den Ball. Marc Leis macht es technisch brillant, findet Gabuszewski. 2:0! Das gibt's doch gar nicht. Zwei Schüsse, zwei Tore. Der Chemnitzer FC, er führt im Degerloch nach 25, nach 27 gespielten Minuten ganz genau mit zwei Schüssen. Das nennt man mal hundertprozentige Chancenausbeute. Und das Lied, das kennen Sie schon. Der Auswärtssieg, den möchte natürlich er hier verhindern. Horst Steffen, der weiß auch nicht so ganz genau, was da schiefgelaufen ist. Marc Leis, dem 50% dieses Tores, möchte ich sagen, gehören Gabuszewskis Schuss. Den wollen wir nicht vernachlässigen, aber schauen Sie sich das an. Technisch ganz, ganz fein, wenn man das so sieht. Marc Leis ist ja erst unter der Saison aus Freiburg gekommen. Da müsste man da die komplette Reserve blind einkaufen. Das ist technisch allererste Sahne. Der Schuss dann auch nicht Formsache, sondern technisch stark. Ronny Gabuszewski hatte noch gut lachen, musste dann aber kurze Zeit später ausgewechselt werden. Seine Fußprellung aus der Vorwoche macht ihm noch zu schaffen und deswegen Tino Semmer ab Spielminute 36 in der Partie. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es einen kleinen Bruch gab bei den Chemnitzern. Die ordnende Hand, sie war nicht mehr so erkennbar wie bis dato. Und 5 Minuten haben wir auch noch bis zum Halbzeitpfiff. Marchese ist das. Stein, Pett gerettet! Fast der Anschluss kurz vor dem Halbzeitpfiff für die Stuttgarter Kickers. Marc Stein, der Unglücksrabe, Sie erinnern sich sicher. Die abgefälschte Murmel von Kegel ging ja auf seine Kappe. Aber hier war er völlig frei und Pentke, der nicht viel zu tun hatte, rettete ganz stark. Aber nochmal die Kickers. Vor dem Halbzeitpfiff kommen sie mit Gerster in den 16-Meter-Raum und dann ist da Soriano! Oh, oh, oh!
Den kann er machen, den muss man machen, wird man jetzt vielleicht auch allerorten sagen, aber wir betreiben mal Fehleranalyse. Wie konnte das denn passieren? Er rutscht, er schießt nicht richtig. Zu viel Rücklage und dadurch geht der Ball direkt hoch weg vom Fuß. Die Vorarbeit von Müller sehr gut und dann aber das Reinrutschen in den Ball. Deswegen die Flugkurve nicht belohnt. Dem Anhang, dem Mitgereisten, dem war es egal. Rund 400 haben den Weg gefunden bis ins Degerloch. Und auch wenn das Wetter nicht so dolle war, die Fahnen, die konnten stolz geschwenkt werden. Rein in den zweiten Durchgang und die Kickers, sie kommen mit einem Freistoß. Stein, einer der Besten, der Innenverteidiger. Aber das war schon die 60. Spielminute. Also es ist nicht so, dass die Stuttgarter Kickers mit Mann und Maus nach vorne stürmten. Ganz im Gegenteil. Chemnitz tief hinten drin und Stein nach Standardsituationen gefährlich. Aus dem Spiel heraus aber kam von den Kickers zu wenig und das gefällt natürlich auch Horst Steffen nicht, dem Trainer. Mauersberger auf der anderen Seite von Carsten Heine dann ins Spiel hineingebracht für Sascha Pfeffer. Und wenn Mauersberger seinen zweiten Saisontreffer erzielen sollte, dann wäre dieses Spiel definitiv zu 100% entschieden. Die Chance dazu, die sollte sich schnell bieten. Mauersberger mit sehr viel Platz und noch ganz viel Luft, aber irgendwie läuft er nicht auf allen Pötten, hat man das Gefühl. Da muss einfach ein bisschen mehr Schwung kommen. Dann aber die Möglichkeit für Tino Semmer und das ist dann zu einfallslos, einfach mal abgezogen, nicht geschaut und nicht geguckt. Am Ende eine gute Chance vertan. Das gefällt auch Carsten Heine überhaupt nicht. Und er sieht wieder auf der anderen Seite die Kickers. Langes, hohes Holz, fängt es an zu brennen. Zunächst aber nicht, aber jetzt werfen sie sich mal in die Zweikämpfe. Gerrit Müller, Marco Calamita, schaut, guckt, flankt, findet aber keinen Abnehmer. Und am Ende dann, Sie sehen ja auch die numerische Überlegenheit der Chemnitzer im eigenen 16-Meter-Raum. Die macht dann diese Chance schlussendlich zunichte. So nah liegen Leid und Freude auseinander. Horst Steffen und Carsten Heine. Und wir springen in die absolute Schlussphase. Nur noch wenige Minuten zu spielen und Kevin Konrad darf noch einmal einen Freistoß treten. Aber wohin? Da ist ja keiner. Ist da keiner? Aus dem Nichts kommt da Anton Fink. 3-0, die Entscheidung. Die Punkte, sie werden verbucht werden auf dem Konto des Chemnitzer FC, weil sich die Defensive der Kickers überhaupt nicht einig war bei diesem ja, übersichtlich gut getretenen Freistoß von Kevin Konrad. Da rennen sie sich gegenseitig über den Haufen in der Zentrale. Exemplarisch für die Leistung und er hat natürlich bedient, Horst Steffen weiß auch, heute wird es nichts mit einer Aufholjagd. Vor zwei Wochen gegen Heidenheim gab es nach einem 0:3 noch ein 3:3, aber hier sehen Sie es, wenn man sich gegenseitig über den Haufen läuft, dann ist zu viel Platz dafür Fink und der findet den Tunnel und die Lücke und es gibt 3 Punkte für den CFC und natürlich zufriedene Stimmen am Mikrofon. Marc Leis, Glückwunsch zum Spiel. Was haben Sie sich bei der Vorarbeit zum 2:0 gedacht? Im Training schon geprobt? Ja, nee, geprobt kann man nicht sagen. Ich wollte den Ball selbst mitnehmen, habe dann ein bisschen zu weit mitgenommen, kam dann glücklicherweise noch zum Gabo und der macht sich super rein. Also wir haben halt gegen eine gute Mannschaft gespielt, die jetzt seit 9 Spielen nicht verloren hat. Das haben wir vorher gewusst und deswegen war es wichtig, hier was mitzunehmen. Jetzt haben wir 3 Punkte mitgenommen, 3:0 gewonnen. Perfekter Tag, kann man so sagen. Die Kickers also wieder mit 3 Gegentore nach dem 3:3 gegen Heidenheim. Und der CFC feiert den 3. Sieg in Folge und verschafft sich eine weitere große Mütze Luft im Abstiegskampf. So kann es was werden, vielleicht auch im Derby gegen Halle in der kommenden Woche.